Schönen guten Freitag für euch. Ja, heute haben wir Freitag den 14. Nochmal Glück gehabt, dass der Tag nicht auf einen 13. fällt. Ob ich heute aber meinen Glückstag haben werde, schauen wir mal. Zunächst einmal würde ich gerne diesen einen Punkt vergeben, um mehr Gesundheit zu haben. Gesundheit ist sehr wichtig. Ich bin Arzt, vertraut mir, achtet auf eure Gesundheit. Gut. Positiv denken, Connor. Ich denke positiv und wir werden abgeschlachtet. Überlasst die Basis mir und Jordan. Ihr drei kümmert euch um die Evakuierung. Bei der Mall sind ein paar Busse. Damit könnten wir doch die Leute wegbringen. Gute Idee. Jessa, kriegst du die zum Laufen? Ja, kein Problem. Ich mach die Dinger stark. Ah, klar. Ha, okay. So was sieht man nicht alle Tage. Ein bisschen Metall, um die Seitenwände zu verstärken. Oh, cool. Ein Panzerboss. Eine Kettensäge. Ach, da gibt die gleich den Geist auf. So, Kettensäge weg. Habe ich hier noch irgendwo einen Vorschlaghammer? Das und einen Vorschlaghammer. Du musst mir mal einen Gefallen tun. Nicht schon wieder Wasser holen. Der Brunnen ist verseucht. Nicht immer diese Wasserträgerjobs. Gib mir doch mal eine richtige Aufgabe. Mache ich doch. Ohne Wasser sterben wir. Wir brauchen genug für mindestens 30 Leute. Im Bunker ist jede Menge Wasser. Fang da an. Hol Wasser, Connor. Pack die Taschen, Connor. Ich bin hier echt der apokalyptische Diener. Armer Junge. Schönen Vorschlaghammer, hier muss doch einen geben. Immerhin ist das hier eine Baustelle. Moment, kann ich das hier nicht eigentlich kombinieren? Nein. Ich dachte, Tom wäre in Ordnung. Da! Da! Wie jetzt nur Blaster von gestern? Moment, ich probier was. Nur mal kurz probieren. Moment. Lass nicht stimmen. Kettensäge. Kombi. Cluster von gestern, was zur Hölle? Zum Geier. Okay, egal. Verzeihung. Ja, jetzt geht's. Das will ich haben. Genau, Haushaltsreiniger, das ist eine Säure. Säure und nee, jetzt ich brauche einen Kriegshammer, dann kann ich das zusammenbasteln. Was ich mir gerade denke. Warte mal, Kampfaxt und Computer. Wenn ich jetzt noch irgendwo einen Computer finden würde, dann kann ich so ein Ding unter Strom basteln. Natürlich ist hier keiner. Warum auch nicht sonst? So. Ja, wie man hört, ich bin gerade ein bisschen gesundheitlich angekratzt. Aber egal, ich setze natürlich noch meine Arbeit fort. Und ich darf am Wochenende arbeiten. Ist das nicht schön? Heute früh auf Arbeit kam der Chef und hat gesagt, ey Leute, ihr dürft am Wochenende arbeiten. Wunderbar, habe ich Bock drauf. Ist ja nicht so, dass ich mal ein bisschen Modellbau weiter betreiben wollte oder ein paar Let's Plays noch machen wollte. Nein. Darf ich jetzt schön arbeiten? Wunderbar. Hoch da, Frank. Aber gut, ich möchte jetzt nicht wieder nochmal negativ irgendwie. Ey, wo muss ich nochmal hin? Ach, ich darf nach North Peak? Okay.
Ach ja, der Billardsalon, genau. Und hier gab es noch einen Bosskampf. Ja, diese Kultisten. Ich erinnere mich. Da wollen wir mal. Auto, ich brauche ein Auto. Damit kann ich nicht fahren. Machen Dacker Dacker. Da gehe ich einfach die Richtung. Punkt. Ja, hier steige ich ein. Ah! Gut, die schießen doch präziser als ich dachte. Hey, Karte. Das wird niemals im Leben klappen. Ich sag noch, das wird niemals klappen. Mensch, was für ein Glück, dass die auch alle den Schlüssel stecken lassen. Wir haben die komplette Straße dicht gemacht. Ich glaube, es hakt. So, ihr merkt euch, wo ich geparkt habe. Die Jungs fallen lassen? Das sah ein bisschen so aus. Nein, da war nur ein Stein. Da kann ich nicht einsteigen, schade. In das Auto kann ich aber einsteigen. Vorsicht, heiße Kartoffel! Okay, hier sind Spezialzombie, ich hau doch lieber ab. Er kommt. Sei erlöst, mein Freund! Frank Rider. Ein Mann, sei Auto. Und überfahrene Zombies. Er tanzt, er freut sich. Rudolf, tanz mit mir! Obwohl, warte mal, wenn ich jetzt hier mit reinfahre, dann kriege ich auch Erfahrungspunkte. Oder? Ja, Erfahrungspunkte, sehr schön. So, dann wollen wir mal weitermachen. Ich möchte auch noch ein bisschen was in dieser Aufnahme schaffen. Nicht vergessen, bis Heiligabend habe ich Zeit. Und nebenbei noch ein paar Bossgegner plätten, das wäre schon was Feines. Ich meine, Bosskämpfe wollt ihr auch sehen, oder? Bosskämpfe sind immer geil. Nicht gut, ich hupe. Weg da! Verzieht euch von der Straße! Ihr Drogenkobolde! Aus dem Weg! Der Wagen gibt gleich den Geist auf, ich drehe durch. Los, fahr! Fahr, Frank! Da fahre ich eben mit diesem Auto. Punkt. Ah! Schmerz! Wie oft wurde ich jetzt in den Let's Play gebissen? So. Mensch, was für ein Glück. Läuft ja auch der gleiche Radiosender. Ist das schön. Könnte vielleicht noch Probleme mit der GEMA geben, oder? Was meint ihr? Gibt das Probleme? Nein, steig ein. Ich komme in den Krankenwagen. Splatter! Gute Neuigkeiten, Frank. Wir wissen jetzt, wie Sie in die Basis kommen und Fontana nerven können. Okay, aber wer ist das? Commander Fontana? Die Oberschlampe der gesamten Operation? Ja, blond und humorlos. Hab ich schon mal gesehen. Okay, melden Sie sich, wenn die Billardhalle bezugsfertig ist. Wo liegt nur gerade? Gab's nur irgendetwas, oder?
Och, Leroy, kannst du mich nicht auf dich selber... Ach nee, keinen retten, sondern einfach nur... Genau, ein bisschen für Ärger sorgen. Ja, warum auch nicht? Mein Wagen hat gerade Nest aufgegeben, also habe ich gerade Zeit. Fuck, der hat einen Flammenwerfer. Da bastel ich mir einen Eiswerfer. Ja, ich bin Scarecrow. Guckt mich an. Er kommt. Snow Rider. Er kommt. Oh. Er festgebackt. Stirb, Flammenwerfermann. Stirb, Pyro. Kein Mundi mehr. Ah, oh, Scheiße. Das war's mit meinem Auto. Du hast gerade den Knight Rider geschrottet. Bist du stolz auf dich? Das sah geil aus. Muss ich trinken, um Screenshot zu machen. Hänge ich mir dann irgendwo in die Bude. Ich stirb schon. Oh, schlechte Idee. Ich wollte gerade ein Selfie machen. Winter, wenn es schneit. Ah, oh, Scheiße. So, was ich mir eben Neues. Erstmal das MG, das nehme ich mit. Ich bin Lambo. Steht hier nicht Rambo, sondern... Ach, egal, ich hab's verstanden. So, wo gebe ich jetzt den Punkt aus? Hm, ja... damit. Moment, was ist das? Nehme ich das. So, eins. Trotzdem brauche ich jetzt noch ein Auto. Schade. Ja, mein Auto hat gerade einen Geist aufgegeben. Das da könnte ich nehmen, oder? Nein. Aber hier gab es, glaube ich, noch eine Zeitung. Nein, eine Truhe zum Plündern. Ja, yeah, komm. Jetzt auch was Geiles. Harpunenkanone. Nein, danke. Auch im Winter, wenn es schneit. Und schon muss doch irgendwas Geiles geben. Ich habe eh keinen Schlüssel dabei, siehst du, keinen Schlüssel. Ja, jetzt ist guter Rad teuer. Das Auto kann ich nicht verwenden, das weiß ich. Muss ich halt zu Fuß laufen. Tut mir leid. Oder habt ihr noch irgendwo Knight Rider? Nein, habt ihr nicht. Gut. Obwohl, warte. Das da kann ich nehmen. Oh, besser. Oh ja, Kriegsreiber, her damit. Er kommt. Knight Rider. Oh, hier backt's ein bisschen. Extra Ball!
Geht beiseite oder sterbt! Obwohl, ihr würdet auch sterben, wenn ihr nicht beiseite gehen würdet. Hui! Er kommt! Das gibt Ärger auf den Ponyhof, Red. Er muss den Tom mit meiner Hilfe beseitigen. Ah, halt mich auf den Laufenden. Bitte tut mir nichts! Ein Soll, junge Dame, ich rette sie. Gekrat schlägt, ich ballere zu laut. Bitte, Hilfe! Tod und Ruhm! Ja, verdammt! Bitte, hilf mir! Bingo! Merkt euch, wo ich geparkt habe. Komm raus, du bist gerettet. Die Scheiße hier mache ich nicht nochmal. Alles klar, aber lass das ja nicht zur Gewohnheit werden, okay? Das ist mir jetzt zu heftig. Heftig. Nehme ich noch das Löwe-Kit mit. So. Und ich setze mich wieder in den Knight Rider. Einfach nur, damit ich sagen kann, er kommt. Gut. Ja, hier gibt's noch Blaupausen, genau. Ender. Immer schön hinter. Nimm halt den Zebrastreifen! So. Hey, da liegen schon die Schlüssel rum. Guck mal. Meins. Nein, nicht öffnen. Ich will den Schlüssel. Genau. Und damit öffnen wir jetzt. Den Safe Room. Frank, meine Apostel verkünden mir, es gäbe einen Geheimkult in der Stadt, der vorgibt, Überlebende aufzunehmen. Okay. It's a trap. Relativ einschlägig. Keine Ahnung, was sie wirklich mit denen anstellen. Schau sie an, aber Vorsicht. Nachdenken, hier könnte man noch irgendwo runter. Was? Wie jetzt fehlgeschlagen? Hä? Okay, warte, Prioritäten. Erstmal die Irren besiegen. Moment. Nochmal hinter. Er kommt. Verdammt, pass auf den Lack auf! Der Verlorene ist gekommen! Zu den Waffen! Was ist dein Problem? Boah, mein Auto ist Schrott. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Ihr habt gerade den Knight Rider geschrottet. Scheiße. Blöde Idee. Kennt noch jemand von euch Dead Rising 1? Ah, es tut weh. Ich vergesse permanent, dass ich auch Schwierigkeitsgrad schwer spiele. Es tut mir leid. Ich habe ein Laserschwert. Spürt die Macht der dunklen Seite. Ihr Ketzer. Da sind sie wieder, diese Blasphemiker. Vergossenes Blut soll die Herren nähren! Bist du mir Sugar? Wenn ich jetzt sterbe, ist es trotzdem wert. Nein, weg da! Oh, knapp! Oh, das ist immer so knapp. Ihr Trottel habt den Knight Rider geschrottet. Und jetzt kommen noch diese Trottel dazu. Obwohl, warte, ich lasse sie gegenseitig umbringen. Steh auf, Blasphemiker!
Hey, die wollte ich töten. Blasphemiker. Nirgends sind sie so jack wie in Willamette. Frank, ich weiß, du stopfst dir alles rein, was dir in die Flossen geht, aber lass besser die Finger vom Punsch. Verdammt, was die Leute alles glauben. Ja, und Todesstrahl hab ich auch noch dabei. Stimmt, den könnte ich auch mal verwenden. Was habe ich nochmal hier alles dabei? Genau, Infektionsgewehr. Oh, warte mal. Gibt's hier noch irgendwo einen Kultanhänger? Nee, die habe ich alle gekillt. Schade. Weil die könnte ich mich jetzt mit infizieren. Ich habe noch Raketenwerfer hab ich noch übrig. Ich habe ein leichtes MG. Ach, das hier muss ich überhaupt bei Gelegenheit mal verwenden. Zunächst einmal Blaupausen. Ich glaube, hier unten gab es die irgendwo. Nein. Nein. Da liegen sie rum. Genau. Ah, okay. Direx und Säure. Passt. Banküberfall. Nein, ich bin... Heute bin ich Polizist. Eins... Hey. Laserschwert. Hier beim Hotel, hier gab's noch irgendwas. Ne, Etage weiter oben. Warte, hier gab's noch irgendwas. Ich glaube, hier gab's von Kami das Outfit. Oder? Kami? Warte, Laptop, Moment. Denn in einem der Old Hellzimmers, da gab es noch die Originalklamotten von Kami aus Street Fighter. Da, genau. Scheiße, sowas sollte ich öfter tragen. Wie du willst, Frank, dann trägst du jetzt diesen Badeanzug. Oder wie sagt man es dazu? Badeanzug oder... Wie ist das passende Wort dafür? Mehr Leben. Habe ich mich richtig entschieden, nachgedacht? Ja, ich denke schon. Gut, die Hälfte der Zeit ist erreicht. Hoppla, ich müsste mich mal beeilen. Live-News von Paulas Kunde der Untoten. Zu unserer aller Erleichterung ist Apostel Darth Vader aufgetaucht. Und er hat verstörende Infos über Obscurus neuestes Projekt. Super Zombie-Soldaten. Sie forschen an künstlich entwickelten Omega-Zombies. Die Regierung als Waffen im Kampf um die Weltherrschaft einsetzen will. Mach das würde erklären, was Obscurus hier macht. Aber was ist mit den geschändeten Leichen? Was haben die damit zu tun? Ich weiß es auch nicht. Hilfreich, Darcy. Wachsam bleiben, Willemite. Da ist es. Frank hat gesagt, er möchte öfters das auch tragen, also von mir aus. So, Blaupausen. Genau, da drüben und dann gehe ich, glaube ich, die eine Bar säubern. Doch, ich denke, das werde ich machen.
Ignoriert einfach den Typen im Badeanzug. Zumal ich jetzt eine Powerrüstung trage, ich bitte euch. Aus dem Weg! Blasphemiker! Ja, du da auch. Du bist ein Blasphemiker, du Weihnachtshelfen-Zombie. Ich bin kugelsicher! Nicht groß nachdenken, einfach drauf da. Komm her, Schneemann! Nein, nicht den da! Den anderen! Oh, jetzt wird's geil! Die paar Minütchen habe ich auch noch. Gab's mir nochmal. Das ist Tattoo-Studio, genau. Geld hoch, Hände her. Wieso habe ich das hier zu? Dann würde ich gerne das hinnehmen wollen. Na! Genau, Frank, immer rein da! Ich lasse mich erstmal tätowieren. Ja, noch schön mit dem ganzen Blut und so. Zeitung, immer her damit. Das werde ich bestimmt niemals bereuen. Sieht das. Ey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Edelsteine, immer her damit. Dafür lasse ich hier die Granaten fallen. Lass ich mir wieder ein neues Laserschwert, geil. Und Zombie, kommst du öfters hierher? Oh ja, yeah, mit dem Wikinger. Das ist männlich. Ja, das hat mir schon ein bisschen mehr gefallen. So. Weiter geht's. Ich will nicht sterben! Ja, das ist was da los. Bam. Ah.
Danke. Hast mein Leben gerettet. Ich gehe jetzt. Kein Ding. Geh mal her, Junge. Gut, versuch vorsichtig zu sein. Nein. Obwohl, was war das denn gerade? Was war das? Schlüssel, her damit. Ja, Mann, voll die männliche Musik. Erinnert sich noch jemand an Dead Rising 2? Wahrscheinlich nicht. Erstmal Prioritäten umsetzen. Woraus kümmern wir uns denn? Noch mehr Leben, bitte. Interessanter Winkel. Ich weiß, ich hätte mich jetzt anschleppen können, so, aber hey, zack. Aha, alles klar. Geil. Ja, Licht aus, das ist eine schöne Waffe. Oh, da lasse ich Kettensäge liegen. Vielleicht finde ich hier noch was Schönes. Oder auch nicht. Schallwellenfalle, ja, warte, ich überlege gerade. Genau, genau, Wurfwaffe war das. Aber die Edelsteine würde ich gern behalten wollen. Das ist die Granaten dafür. Edelsteine nehme ich mit, so. Da oben noch was? Voll geile Mucke hier. Wie sieht mein Kontostand aus? Genau, nehme ich noch das hier mit. Gib mir dein Handy. Party hart! Aus dem Weg, Zombies! Ich hab's eilig! Ich hab keine Zeit mehr! Im Ernst, 7 Minuten habe ich noch! Autsch. Immer noch verschlossen. Okay, gut. Ach ja, der Schlüssel öffnet das hier. Aber da sind keine Blaupausen drin. Weg da, ich hab doch hier Dings gedrückt. Ja. Hat jemand Bock auf eine Barschlägerei? Mach auf! Noch ein Tag, noch ein Billardsalon voller Zombies. Fire! Burn my lips! Fire! Das spürt ihr! Chuck Queen, du bist cool.
Katie! Abgang! Jetzt habe ich jetzt ein dünnes Bleirohr dabei. Warum? Stirb! Dein Billardkö des Todes. Kapiert? Billardkö des Todes. Zombie-Arm in die Ecke. Ah, es schmerzt. Ich brauche irgendwas Massenvernichtendes. Massenvernichtung habe ich gerade nicht dabei. Sorry, Granate. Und Anstoß! Und bleib da! Ach, Dreck. Die habe ich irgendwie komplett vergessen. Ist das widerlich. Ah, ich hätte fast 10.000 erreicht. Auch nur nett, Frank. Tierchen, wir unterwegs. So, Saufi, Saufi. Heute mal bin ich die Band. Und ich bringe mein Schlagzeug-Solo. Ich habe fertig! Fertig! Ich stupse dich an. Ah, und das geht nicht. Verstehe. Down away, following battle day by day. Aber warte mal, kann ich die Streitachs nicht hier kombinieren? Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Warum sind jetzt da drin bestimmt der Oberhammer drin? Also. Nur ein Beil. Komm hier aus, reicht aus. Komm her. Hammond, die Billardhalle ist jetzt 100% zombiefrei. Sehr gut. Wir bringen jetzt die Leute rüber. Treffen wir uns vor der Basis. Ach, cool. Das postapokalyptische Handelssystem kommt mir entgegen. Nur Geld. Warum kriege ich nur Geld? Egal. Damit. So. Grüße euch. Ich glaube, dann würde ich jetzt einmal ganz schnell zur Werkstatt. Dort den Safe Room öffnen. Und dann somit an die Baupläne rankommen. So hoffe ich, dass es so klappt, wie ich mir das denke. Na, wo war denn das nochmal? Na komm schon, die Aufnahme muss ich auch gleich mal beenden. Ich bin bestimmt schon 100 Mal dran vorbeigelaufen. Oh, warte. Käfigschlüssel und jetzt? Schon, Gehirn anstrengen. Eine Mütze von Schlafhändchen. Ah, hier. Nein. Da, da, genau. Perfekt. Noch mehr Schlüssel. Thank you.
Ja. So Leute, und ich würde sagen, mit diesen Bildern verabschiede ich mich bis Samstag. Seid anständig, passt auf euch auf und denkt an eure Liebenden. Denkt an ein paar schöne Geschenke. Also, genießt die Zeit. Tschüss.